Hallo, mein Name ist Oskar Salomon und in diesem kurzen Video geht es um die Frage, gibt es eine Alternative zur Knie-OP? Viel Spaß dabei! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf unserem YouTube-Kanal. Vergiss bitte nicht, wenn dir das Video gefällt, bis zu Ende zu gucken, einen Daumen oben zu lassen und auch den Kanal zu abonnieren. Und in diesem kurzen Video geht es, wie gesagt, um die Frage, gibt es eine Alternative zur Knie-OP, wenn dir diese geraten wurde? Und die kurze Antwort darauf lautet, vereinfacht gesagt, ja, oft gibt es eine Alternative zur Knie-OP und nur in wenigen Fällen ist man wirklich gezwungen, zügig und bald zu operieren. Und immer wieder kommen in meine Praxis Patienten, die sagen, ich habe Knieschmerzen, ja, und sind auch lange. Und mein Arzt hat mir eine Knie-OP angeraten, aber ich fühle da gar nicht so richtig, dass das wirklich so schmerzhaft ist, dass das so dringend ist und dass das, ich möchte auch kein künstliches Gelenk und ich bin dafür zu jung. Und da muss man sagen, ja, in aller Regel, also die Patienten, die ich so sehe, in aller Regel wurde denen das auch aus meiner Sicht zu Unrecht angeraten. Denn wann rät ein Arzt sozusagen zu einer Knieoperation, zu einem Gelenkersatz zum Beispiel, rät das an zwei Fällen, nämlich wenn das Knie kaputt ist, zum Beispiel bei ganz schweren Traumatisierungen nach einem großen schweren Unfall oder so unreparierbaren Knochenbrüchen oder so, und wenn Knieschmerzen vorhanden sind, die über lange Zeit nicht weggehen. Und gerade beim letzteren Fall, also beim ersteren, ist dann unzweifelhaft, ne, da muss man durchaus sagen, ja gut, ist alles hinüber, wir brauchen ein künstliches Gelenk. Kommt aber wirklich sehr, sehr selten vor. Habe ich sogar so, glaube ich, nur ein einziges Mal bei einer Hüfte, bei einem Hüftbruch selber auch gesehen im Röntgenbild, wo ich auch gesagt habe, ja, okay, da hilft nur noch ein künstliches Gelenk, es war alles zersplittert. Das war damals in meinem Chirurgie-Tertial in Köln, also das heißt im letzten Jahr meines Medizinstudiums. Kommt aber wirklich selten vor. Und in den anderen meisten Fällen sind es also chronische Schmerzen, die einfach nicht weggehen. Und ein anderes Kriterium gibt es in dem Sinne gar nicht, denn, das ist das Spannende, der Befund des MRT und der Befund des Röntgenbildes korrelieren nicht stark mit den Symptomen. Das heißt, es gibt Patienten, die haben sehr geschädigte Knie und ganz wenig Beschwerden. Und es gibt Menschen, die haben ganz wenig geschädigte Knie, zum Beispiel, also die Knorpel sind noch intakt, es gibt gar nicht viel Arthrose oder so, aber haben ganz große Beschwerden. Und das konnte bis heute in der Wissenschaft nicht gut erklärt werden, warum das überhaupt so ist. Man würde ja denken, je geschädigter das Knie, desto mehr Schmerzen. So ist es auf gar keinen Fall. Nicht nur bei Knien ist das nicht so, auch bei Bandscheibenvorfällen ist das nicht so. Bei sehr vielen anderen muskuloskeletalen Problemen ist das ganz genau das gleiche Phänomen von einer schwachen Korrelation von objektivem Befund und Beschwerden. Und in Deutschland wird eben sehr viel und sehr gerne operiert, weil das sehr monetär sehr gut vergütet wird. Das heißt, da gibt es einen gewissen finanziellen Anreiz, eher zu operieren, als eine Operation hinauszuzögern. Anders als zum Beispiel in anderen Ländern, wo Patienten ihre Operation selber zahlen müssen oder das Gesundheitssystem das gar nicht übernehmen kann, weil die Länder finanziell viel zu schwach sind. Und aus diesem Grund ist in diesen Ländern oder als man das nicht, wo man das nicht zur Verfügung hat, dort gibt es eben dann andere Wege, die gegangen werden, unter anderem das der Osteopathie. Das heißt, dass man guckt, gibt es nicht eigentlich Fehlstellungen des Knies, die behandelt werden können? Einfache Fehlstellungen oder Spannungsgefüge oder auch, dass sich mal das Lot des Körpers oder der Körperschwerpunkt, wenn er sich auf eine oder die andere Seite verlagert hat, zum Beispiel aus Operationen im Bauch oder so, dann kann sich der Schwerpunkt ein bisschen verlagern, weil die Narben so ein bisschen ziehen. Das kann dann auch zu Knieschmerzen führen, die auch tatsächlich sehr, sehr heftig sein können. Und dann Ärzte bringen das gar nicht in Zusammenhang und sagen dann, ja, sie brauchen ein künstliches Knie, aber in Wirklichkeit muss das gesamte körperliche System behandelt werden. Und deswegen, also diese Behandlung des gesamten Körperstatiksystems und die Wiederherstellung der gesunden Knieartikulation, also der Kniebewegung und der Stellung, das ist der Schlüssel, um wirklich einen Großteil der Knieoperationen zu vermeiden. Ein paar Anekdoten kann ich an dieser Stelle sagen. Meiner Mutter, die hat sich das Knie, glaube ich, verdreht. Und völlig unqualifizierterweise wurde ihr dann von einem Orthopäden
eigentlich durch die Hose quasi gesagt, ja, sie brauchen ein künstliches Kniegelenk. Und sehr, ja, sicherlich kann man irgendwie Arthrose bei jedem zweiten Menschen finden, also das heißt Gelenkschäden, aber das ist ja wohl überhaupt kein Grund für eine Knieoperation oder gar einen totalen Gelenkersatz. Und da konnte ich meiner Mutter Gott sei Dank sehr gut helfen. Die hat keinerlei Beschwerden mehr. Und solche unqualifizierten Aussagen, muss ich sagen, höre ich leider häufig. Auch zuletzt. Letzte Woche erst habe ich einen Patienten hier gehabt, der ist aus Hamburg angereist, hat gesagt, ja, ich habe mir bei einer Segeltour das Knie verdreht, seitdem Knieschmerzen. Und im MRT wurde dies und das und jenes und jener Schaden gefunden. Und da sagten die Ärzte auch, ja, Sie müssen vielleicht auch daran denken, dass demnächst mal ein Gelenkersatz dran ist. Und ich habe mir das alles durchgelesen und habe dann mal gefragt, wurden Sie denn überhaupt körperlich untersucht? Wurde überhaupt mal das Knie angefasst? Und da war ich zu meinem Schock, musste ich leider sagen, das Knie wurde sozusagen seit diesem Unfall, wo ein Röntgen passiert ist oder ein MRT, wurde das nicht mal körperlich untersucht, wurde nicht mal geguckt, ist es verdreht, sind die Bänder vielleicht geschädigt oder sowas. Er konnte sich da an nichts erinnern. Ich halte das auch für möglich, auch wenn es sehr, sehr tragisch ist und für einen sehr niedrigen Stand der Qualifikation und auch überhaupt des ärztlichen Vorgehens und so spricht. Naja, jedenfalls in diesem Fall auch sind es ganz harmlose Verdrehungen des Knies gewesen und Fehlstellungen, Achsenfehlstellungen, die einfach passieren, wenn sich ein Knie nun mal verdreht. Dafür muss man zum Spezialisten, aber dieser Spezialist oder diese Spezialistin müssen eben auch wissen, was sie tun. Und wenn also auch du irgendwie um deine Operation herumkommen möchtest oder dir ein Arzt eine Operation vorgeschlagen hat, aber du das nicht, ja, deine Intuition zum Beispiel, die sagt, da gibt es nicht noch einen anderen Weg oder der Befund auch gar nicht so eindeutig ist, dann kannst du auch gerne hier bei uns eine Zweitmeinung einholen oder eine Behandlung probieren. Wenn die Therapie anschlägt, dann brauchen wir auch in der Regel nur 2 bis 3 Termine, auch in schweren Fällen. Der vorausgesetzt, die Therapie schlägt an, also durchaus können wir 1/3 unserer Patienten nicht helfen, aber einem Großteil der Patienten kann man eben helfen und dann ist es immer sehr, sehr schön. Und auch in den anderen Fällen ist das schön, ist halt nur schade, dass man nicht alles hinkriegt, was man sich vornimmt. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat dieses Video gefallen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sage alles Liebe, dein Oskar Salomon.